Was ist euer Lieblingsgetränk? Fanta? Pepsi? Cola? Denn heute haben wir nämlich einfach alle am Start und wir machen das verrückteste Experiment aller Zeiten, Freunde. Schaut euch mal bis zum Ende, das wollte ich nicht verpassen und los geht's. Kaspar, schau mal, was geht hier ab? Oh mein Gott! Das sind hier... Was? Der hat ja alles am Start und du willst mir sagen, der macht Cola, Fanta, Sprite und so alles in einen Ballon rein und dann Mentos? Nein. Bro, ich glaube, der muss doch irgendwie bei Fanta, Cola und so arbeiten. Wie hat er denn alle Richtungen und so? Alle Mischungen. Alter, auch diese großen Flaschen. Ich weiß. Und der hat, Alter, der hat sogar Ballons voll mit Pepsi und Cola. Oh mein Gott. Urana, ja, weil das, der macht hier heute ein krasses Ballonexperiment oder sowas. Guck mal, der fängt einfach an zu graben. Was will er jetzt mal machen? Will er das alles jetzt in so ein Unterwasser? Ich glaube, der will jetzt auf jeden Fall das Fass... Nein, er will das Fass einbuddeln, weil das wahrscheinlich explodieren wird, wenn man das alles zusammen da reinpackt. Oh mein Gott, okay. Oh, stell dir vor. Alter, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, wenn das wirklich passiert, Leute. Alter. Wir haben richtig viel Mentos am Start, ne? Ja, guck mal, wie viele Rollen hat er gekauft? Der ist in den nächsten Kiosk gegangen, hat da den ganzen Karton geholt, oder was? Ich weiß. Und guck mal, der ist ja wirklich die ganze Zeit am Graben wie so ein Verrückter. Guck mal, der macht so ein richtig tiefes Loch. Und einfach irgendwie so am Strand oder so, ne? Ja, und der hat auch schon was vorbereitet. Siehst du die Ballons da? Da ist ja auch schon alles drinne. Ja, da hat alles reingemacht. Und da hinten siehst du sogar diese 4-5 Liter Dinger? Oder diese Galon? Ja, Alter, oh mein Gott. Da ist ja schon Grundwasser. Da war Grundwasser, ja, Mann. Und jetzt? Oh mein Gott. Ist das Ding? Oh Gott. Oh Gott. Hätte da ruhig ein bisschen tiefer einbuddeln können, ne? Ja, ja, safe. Was glaubst du, wie viele Liter passen in dieses Fass rein? Das muss man ja auch erstmal füllen. Boah, bestimmt 1000. Bruh. 1000 Liter? Nein, niemals, Alter. Doch nicht 1000. Oder vielleicht 500 oder so vielleicht? Ja, vielleicht maximal, würde ich, glaube ich, sagen. Oder? Oh ich Gott. Weiß nicht. Ich glaube, auf jeden Fall alles, was da steht, würde reinpassen. Er fängt mit der Fanta. Warte mal, Fanta Ananas? Hast du das schon mal getrunken? Nee. Ich weiß auch damals, als wir die Dubai-Videos gemacht haben, Leute, die müssen wir auf jeden Fall auch mal abchecken. Mhm. Da haben wir auch einfach richtig krasse Fanta gehabt aus Dubai. Die hat extra krass geschmeckt. Erinnerst du dich noch? Ja, die war krass. Die war geisteskrank. Ich weiß noch, wie wir die aus dem Kühlschrank geholt haben. Die hat so krass geschmeckt, Alter. Die war so verrückt, Leute, ne, die Fanta. Die war richtig crazy. Okay, jetzt hier. Mirinda. Hast du schon mal Mirinda getrunken? Oder nee, Mirinda? Warte mal. Mirinda heißt es, glaube ich. Und ich habe die auch nie getrunken. Nee, aber soll so wie Fanta schmecken, habe ich mal gehört. Guck mal, richtig grün, Alter. Alter, sieht aus wie Säure. Oh. Da, guck mal, Cola und wieder Cola, Mirinda. Mirinda Blueberry aber. Oh mein Gott. Oha, er macht das. Was glaubt ihr, Leute? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was wird am Ende die Farbe von dem Wasser sein in dem Fass, Leute? Ihr müsst ja mal jetzt reinschreiben und nicht schummeln, ne? Schreibt jetzt nicht in die Kommentare. Ja. Oh mein Gott, guck mal, wie das Rote aussieht da. Das sieht ja krass aus. Alter, das sieht richtig krass aus, das Rote. Das ist ja übertrieben verrückt, Leute. Alter. Oh nein. Chupa Chups. Chupa Chups, was? Was? Als wenn. Hä? Man hat Chupa Chups was? Lolli-Geschmack? Das ist ja vollkommen verrückt, Leute. Noch nie gesehen sowas. Sieht ja auch krass aus. Guck mal jetzt hier alles rein, Alter. Ja, Mann, krank. Weiter geht's mit, was ist das hier? Fanta Melone oder so? Oder Honigmelone? Keine Ahnung. Das ist sogar Monster Energy, ne? Stimmt, aber aus der Plastikflasche. Aber schreibt mal in die Kommentare, Leute, was ihr von den Sachen schon mal getrunken habt und was nicht. Und was ihr gerne mal davon trinken wollen würdet. Das würde mich interessieren. Ja, Mann. Ich muss sagen, also ich habe dieses 7-Up habe ich schon mal getrunken und ich muss sagen, es hat auch ziemlich gut geschmeckt. 7-Up ist eigentlich so wie Sprite, ne? Ja, genau. Würde ich auch gerade sagen. Ich weiß, das haben wir, glaube ich, damals auch voll viel in Schweden getrunken. Stimmt. Wir waren nicht mal zusammen in Schweden, Leute. Also wenn ihr auf jeden Fall mal sehen wollt, wie wir mal ein bisschen rumreisen. Wenn wir so rumreisen und so, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Weil dann, Kaspar, geht's ab. Da geht's ab. Oh mein Gott, Mountain Dew, Alter, und aber auch das Riesenfass, ne? Ich weiß, ich sehe. Oh, Alter, guck mal, die Monster Energy überläuft jetzt auch auf einmal, oder was? Oh nein, Alter. Oh Gott, alles Fanta. Ey, warte mal, ist Fanta Weintraube, das habe ich letzte Woche getrunken. Das war so hardcore süß, aber hat gut geschmeckt, muss ich sagen. Fanta Weintraube? Mhm. Ja, ich war in Polen und da gab es das zu kaufen. Alter, okay, jetzt kommt schon hier alles schön reinmachen. Ja, lecker. Du was haben wir jetzt in Polen? Nächstes? Ich war in Polen und da gibt es so viel mehr Getränke als hier. Das war richtig krass. Da gab es so Fanta, Weintraube. Ich weiß, da gibt es gar kein Fanta und so, ne? Ja, genau. Da gab es so viel, Alter. Noch nie gesehen. Oh, was Alter, ist das denn? Das sieht auf jeden Fall echt Schweppes. Das gute alte Schweppes Bitter Lemon, Alter. Schweppes, Leute. Junge. Okay, alles hier auch nicht rein. Und das haben wir jetzt hier. Fanta. Da, das ist Fanta Orange. Oh mein Gott, das ist die, die wir getrunken haben. Oh. Ey, Leute, Alter, die müsst ihr auf jeden Fall probieren. Wenn ihr die irgendwann mal seht, diese Fanta, ist krass. Die ist wirklich heftig. Alter. Oh mein Gott. Und was ist das? Irgendwie so Blue? Limette, oder? Was Limette. Glaubst du,
Was glaubst du, wie viel Liter ist da jetzt schon drin? Boah, gute Frage. Also sie haben so eine kleine Flasche, hat ja 0,5 und so ein großes Ding da mindestens 4 Liter. Also ich würde wahrscheinlich schon sagen, ja, da sind schon, könnten schon so 100 Liter schon drin sein. Oder ja, ich würde auch so sagen, 60, 70 auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Ja, safe sowas. Ja. Allein das sind ja jetzt schon 8 wahrscheinlich. Ja, ja. Alter, wie auch die Flaschen zusammendrückt, Alter. Ne? Wo hat der, wie ist da auch rausgeschossen? Wo hat der das auch alles her? Wo kriegst du so einen riesen Vorrat an Getränken? Aus so Riesenflaschen. Samurai? 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 Noch nie gehört. Aber guck mal, das über. Alter, das sind ja tolle Flaschen. Machst du auf und direkt überlaufen die alle. Ja. Guck mal, er macht die alle hier auf einmal rein. Guck dir das mal an. Okay, warte, ich hab eine Idee für die Farbe, was es am Ende wird. Ich sag, es wird einfach. Es wird irgendwie so richtig krasses dunkles Blau oder so. Das könnte vielleicht sein, ja. Das könnte eigentlich sein. Auch weil da noch so eine große Sprite kommt, die grün ist. Alter, ja? Guck mal hier. Er macht da richtig. Uiuiuiui. Gott. Er macht da richtig rein, Alter, krass. Die Mette hier, Samurai wieder hier, darf nicht fehlen. Die, ja, die auch aufschraubt, Alter, fehlen. Richtiger Profi. Digga, das ist ein richtiger Genius. Okay, jetzt hier alles so, voll ja. reinfetzen, Leute. Uff, okay. Oh mein Gott, sehr gut. Und? Und jetzt kommt 7-Up. 7-Up und Fanta. Ist ja richtig Kohlensäure drauf, Alter, das ist richtig. Alter, ja, nee, ja. Das sind, guck mal, das sind da mindestens 6 Liter, so ein Ding. Der muss ja eigentlich sein, ne? Ja, oder 8, oder? Nee, weiß ich auch nicht. Aber 6 Liter. Was glaubst du, was am Ende der Geschmack sein wird? Was wirst du am meisten schmecken von den ganzen Getränken? Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man schmeckt was so saures mäßig. Weil jetzt war viel Sprite, viel Fanta, weißt du, so viel so saure Früchte. Würde ich auch sagen. Also, stimmt dir auf jeden Fall zu. Sauer oder. Ist wahrscheinlich wenig, wahrscheinlich auch sehr süß, aber vielleicht schmeckt es auch krass zusammen, keine Ahnung. Ja, sehr süß könnte ich mir auch, glaube ich, gut vorstellen. Mhm. Wäre auf jeden Fall auch interessant. Und jetzt, oh mein Gott, hier, nochmal Samurai. Alter, und ich frage mich vor allem, was passiert, wenn er jetzt die Mentos da reinpackt? Boah, Alter, ja, Alter. Mann. Vor allem kommt er ja noch Riesen-Cola, ne? Oh Gott. Alter. Das spritzt richtig in seiner Hand, Alter. Ja, Mann. Der hat doch schon blaue Hände, sehe ich grad. Chupa Chups, glaube ich, ich weiß. Chupa Chups, glaube ich, richtig krass. Ja, so muss krass schmecken. Was ist das denn? Diet Ride? Nee, das kenne ich nicht genau. Das ist wahrscheinlich das normalste Getränk von allen denen. Ja, safe. Ich frage mich auch gerade, er hat ja noch diese Ballons. Da sind ja auch nochmal locker 2-3 Liter drin. Guck mal da, wie groß die sind. Alter, stimmt. Ich weiß. Der ist noch gar nicht auf die Ballons gegangen. Alter, hey Leute, ihr seid auf jeden Fall. Haltet euch fest. Ja, das ist gleich krass. Ist es soweit. Wenn gleich der, ist Alter. Einfach das Fass. Alter, und wenn er alle Mentos zusammen reinpackt, ne, dann ist doch. Ey, die sind doch riesig, Bro. Was ist denn das? Wie viel Liter ist das? 10 Liter. Das ist mehr als 10 Liter, glaube ich. Das muss richtig viel wie sein. Wie das aussieht. Voll grün. Wie Schleim oder so. Boah, guck mal. Alter. Oh, jetzt hat er die fette Coca-Cola Zero. Oh mein Gott. Und die ist auch übel schwer, weil die komplett voll ist, oder was? Anscheinend. Ich sehe es gerade. Oh nein. Und jetzt. Und next one. Boah, voll rein da jetzt hier, Leute. Oh. Alter. Oh mein Gott. Die richtig fette Cola Zero. Ja. Alter, und alles rein damit. Und die Mentos gleich. Ich hoffe, der macht alle Mentos gleichzeitig rein. Muss er ja, safe. Ja, ja. Ey, was auch cool wäre, hätte jetzt so noch so riesen Mentos. So richtig große. Oh, stimmt, stimmt. Aber ich glaube, die gibt's nicht. Also es gibt ja so große Nutella-Gläser. Ja. Aber leider nicht Mentos, glaube ich. Ah, okay. Was glaubst du, wie hat das gekostet? Was hat er so für Ausgaben? Boah, Alter, ich sag mal so eine Cola, das kostet schon so 1-2 Euro, so eine Flasche, da so eine große. Also, ich sag im Total, sag ich 200-300 Euro oder so. Würde ich, glaube ich, sagen. Ich würde sagen, bestimmt mehr. Mehr als 200 Euro? Bestimmt mehr. Ja gut, das ist schon viel, ne? Ja, stimmt. Sehr, sehr viel. Hey. Boah, guck dir das mal an. Bestimmt auch diese 8-Liter-Dinger. Wo findet man überhaupt solche Cola-Flaschen? Hab ich noch nie gesehen. Das hab ich auch noch nie gesehen. Wer hat dann auch solche Cola-Flaschen zu Hause? Ja, safe. Vor allem, imagine, du willst ja irgendwie so ein kleines Glas abfüllen und dann hast du da dieses Riesenteil. Ist so. Vor allem das Ding ist, das steht dann auch vor lange. Und dann hat man auch gar keine Kohlensäure mehr, Leute. Stimmt, dann schmeckt das auch noch blöd. Was ist das denn? Fanta Huron Kam? Was soll das sein? Einfach blau. Fanta Soda Kam? Okay, er macht alle Fantas auf einmal auf. Das heißt, das sind jetzt die letzten Flaschen, Leute. Boah, die eine sieht Apfelbirne. Boah, das hört sich... Die kann doch gar nicht alle auf einmal halten. Nee. Was hat der für krasse Sorten? Alter, jetzt gleich wird's ernst. Und passt das noch alles rein? Ja, passt alles rein jetzt hier, ne? Ja. Ich glaube, passt auch rein. Er hat es auf jeden Fall gut... Er muss es bemessen haben. Ja. Alle 5 auf einmal. Oh, Alter, sehr gut. Und alle wieder rein jetzt hier, ne? Schön, wichtig. Alles reinkippen. Das sieht krass aus. Alter, ich frag mich, wie voll. Oh mein Gott, der erste Ballon.
Oh. Okay, ja. Okay. Lässt ihn platzen? Ja, er lässt ihn. Oh mein Gott, oh er platzt. Oh mein Gott, er lässt ihn platzen, Leute. Oh! Yo. Okay. Oh mein Gott, ey, die Hälfte geht ja raus. Ey, was? Da siehst du mal, wie voll das Ding schon ist. Okay, und jetzt das nächste Ding. Oh, oh mein Gott. Ist einfach kaputt gegangen. Von der Säure oder so, oder was? Oder hat er kaputt gemacht? Ja. Hä, da hast du es gesehen, da war eine Ablage. Da ist eine Ablagerung unten im Boden, hast du es gesehen? Eine Ablagerung? Guck mal, da unten jetzt. Okay, da sieht man es nicht. Nee, aber da war eben noch so weißes Pulver oder sowas drin. Hä? Echt? Oder vielleicht war es die Sonne, die. Da guck, da ist unten. Nee, ist der Sand. Oder nicht? Ah, ja, ja, okay. Oder er hat vielleicht noch Backpulver reingemacht, Leute. Könnte auch sein, ne? Oh, könnte auch sein. Okay. Letzter. Wir sind beim letzten Ballon angekommen. Okay. Das sieht so krass aus, ne? Oh mein Gott. Und der wird jetzt aufgepiekst. Ah, oh. Alter, das war ja nichts. Naja, das war ja nichts. Hat er nicht getroffen. Okay. Oh. Die Farbe ist schwarz. Hä? Oh was nein. Kommt jetzt? Spüli? Ja, Shampoo oder so, ne? Alter, der nee, übertreibt. Waschmittel. Ja, stimmt. Waschmittel, ja. Und? Was ist das hier? Das ist Backpulver, glaube ich. Oder? Nee. Nee. Das ach, Lebensmittelfarbe. Oder Lebensmittelfarbe oder so. Also. Könnte sein, ja, könnte sein. Alter. Yo. Junge, was? Okay, warte mal, jetzt haben wir auf jeden Fall die Farbe, ne? Dunkelschwarz oder was das ist. Alter. Ja, Mann. Das ist komplett. Oh, Mitternacht. Da ist Backpulver. Da Backpulver ist noch am Start, Leute. Oh mein Gott. Und Ment, jetzt macht er alle zusammen da rein. Ich will jetzt. Jetzt macht er alle Mentos rein, ne? Ja, die sind ja gelb. Lol, das sind so Rainbow-Dinger, okay. So. Okay, das sieht richtig krass aus jetzt, Leute. Mal gucken, ihr habt jetzt hier alle rein. Oh mein Gott. Zack, jedes einzelne Oh Mentos. Mein Gott, das wird ja ein riesiger Eimer voll mit Mentos und den kippt er da rein? Alter. Guck mal, zack. Also, in der Mitte kaputt machen. Ich sag jetzt schon mal so, das Fass explodiert. Ja, glaube ich. Ich glaube, das Fass explodiert. Weil so viel Mentos okay, und Cola? Ja. Könnte sein, vielleicht, ja. Ja, safe, oder? Wenn okay, das auf so einem Boden ist. Alles, alles reindrücken. Alter, da liegt einer daneben. Guck mal, wie jetzt sogar hier alles gerade zusammenmischt, Leute. Mit dem Backpulver. Und jetzt? Nein. Und jetzt? Jetzt passiert es. Macht er alles rein jetzt hier. Mal gucken. Oh ich bin Gott. Sehr gespannt. 3, 2, 1, und? Hä? Das war's? Das war's? Das lodert. Oh! Doch grün. Ich hab richtig gelegen. Was? Nee, ich hab blau gesagt. Alter, was ist denn das? Das gefühlt. Alter, kommt ein ganzes Monster raus. Was ist das? Ist das alles Schaum oben auf dem Getränk? Yo! Der Brückenwurm mal, oder was das kommt hört, da? Das hört ja gar nicht auf, Alter. Alter, yo! Guck mal, wie das aussieht. Alter, das ist ja richtig das Schaumparadies. Wie so eine Explosion, Leute, ne? Alter, yo. Schwede. Und hier nochmal rein, zack. Alter. Ey, ich muss sagen, heute richtig krass gewesen, krank. Freunde. Wenn ihr davon auf jeden Fall noch mehr sehen möchtet, lasst mir gerne ein Like und Abo da, Freunde. Checkt hier das Video aus, einfach gerne draufklicken. Und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.